Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist nicht nur in Deutschland allgegenwärtig. Dennoch gibt es auch Profiteure in der deutschen und der Berliner Wirtschaft, die Automobilbranche. Rund 90% der Unternehmen erwarten einen Umsatzplus. 70% erwarten zudem auch noch eine nachhaltige Verbesserung ihrer Wirtschaftslage. Und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen für den Standort Deutschland und Berlin. Möchten Sie vielleicht ein neues Auto kaufen? Worauf sollte ich beim Kauf achten? Und welche technischen Neuerungen sind derzeit schon so praktikabel, dass es Sinn macht, sie beim Kauf eines Autos in Betracht zu ziehen? Diese und andere Fragen werden wir in einer wiederkehrenden Reihe mit den relevanten Köpfen der Automobilbranche für Sie klären. Und bei mir zu Gast ist ja jetzt Herr Alexander Seidel, der Niederlassungsleiter von Peugeot Berlin-Brandenburg. Ich begrüße Sie. Ja, guten Tag, Frau Nachmann. Guten Tag. Wie viele Standorte haben Sie in Berlin? Wie viele Mitarbeiter circa? Also wir haben zurzeit 9 Standorte in Berlin und Brandenburg, also einer noch in Teltow davon. Und zurzeit 180 Mitarbeiter. Können Sie was zum Umsatz sagen, so für Berlin? Also wir werden dieses Jahr bei rund 100 Millionen Euro Umsatz liegen, was ein neuer Rekord ist für uns. Und das war schon ein sehr schönes Jahr. Woran, glauben Sie, liegt das, dass die Wirtschaft so krankt insgesamt, aber die Automobilbranche blüht? Na gut, wir haben ja einen Nachholbedarf aus den letzten Jahren. Also gerade in der Wirtschaftskrise 2008 hat die Wirtschaft natürlich ihre Neuanschaffung einfach zurückgehalten. Und die Fahrzeuge werden natürlich immer älter und irgendwann muss man sie natürlich austauschen. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir dort einen deutlichen Zuwachs haben. Und ja, und dementsprechend können wir jetzt die Fahrzeuge eben liefern, die die Wirtschaft braucht. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Welche besonderen Aktionen gab es bei Ihnen im letzten Jahr? Na gut, wir haben zum einen den Peugeot e-Ion eingeführt. Das ist einer der ersten Elektrofahrzeuge, die man eben doch wirklich anfassen kann, fahren kann und auch kaufen kann bei uns. Wir haben so ein Auto sogar bei uns in der Autovermietung drin, sogar zwei. Man kann so ein Fahrzeug, jeder, wie der möchte, kann dieses Erlebnis einfach mal erleben, sich mal so ein Auto mitnehmen für einen Tag. Ist eine sehr interessante Erfahrung. Ich denke, jeder, der es mal gemacht hat, wird sagen, wow, ist irgendwie wie neu fahren lernen. Ist eine ganz neue Geschichte. Auch was ungewöhnlich ist, natürlich auch der neue 508, den ich vorhin schon mal sagte, den wir jetzt neu eingeführt haben. Dann natürlich sind wir jetzt in diesem Jahr mit dem 3008, unserem SUV-Modell, und dem 5008, das ist ein Familienfahrzeug, also ein Familienvan, jetzt im ersten vollen Produktionsjahr. Und das ist schon eine sehr schöne Sache. Wir hatten auch ein paar negative Dinge. Wir hatten auch natürlich die Fukushima-Katastrophe, haben wir auch sehr stark gespürt. Wir konnten also zeitweilig keine Automatikgetriebe liefern. Wir konnten ganz banale Dinge wie Rückfahrwarner zum Beispiel nicht liefern, weil die kamen aus dieser Gegend. Mhm. Also da waren wir da auch sehr stark von betroffen. Hat sich Gott sei Dank ja seit Mitte des Jahres wieder gelegt und jetzt sind wir wieder voll lieferfähig. Und wenn Sie jetzt schon mal so einen kleinen Blick ins Jahr 2012 wagen, was erwarten die interessierten Kunden für Highlights? Also zum einen ist gut, dass das Brot- und Butterauto bei Peugeot ist, die Zweierlinie, also der neue 208 natürlich. Der Peugeot 208 wird sehr, sehr innovativ. Ich habe ihn letzte Woche sehen dürfen schon im Vorfeld. Ein sehr, sehr interessantes Fahrzeug, was den Kleinwagen im Grunde komplett revolutioniert. Mhm. Zum einen, also das Auto wird außen kleiner, innen größer, was schon sehr ungewöhnlich ist. Also deutlich mehr Platz im Innenraum. Trotzdem die Ausmaße sind fast 14 cm kleiner. Also es ist jetzt ein kompaktes Auto wieder geworden. Was passiert unter dann mit der Knautschzone? Das Auto ist auf dem absolut neuesten Stand, wird auch jeder Peugeot bisher mindestens die 5 Sterne erreichen und einer der besten seiner Klasse sein. Mhm. Das Interessante bei dem Auto ist, er wird bis zu 15% leichter, was ein echtes Novum ist in dieser Klasse. Wahrscheinlich auch den Verbrauch dann auch runterregelt, ne? Genau, der Verbrauch wird deutlich nach unten gehen. Wir werden also mit diesem Auto Maßstab und Benchmark sein in dieser Klasse. Wir werden also beim Benzinmotor sogar unter 5 Liter kommen, bei jedem Modell. Beim Diesel werden wir fast die 4-Liter-Grenze unterschreiten können. Das sind also ganz neue Motoren, die wir jetzt auf den Markt bringen mit diesem Modell. Und durch die Gewichtseinsparung ist man natürlich auch auf einem Level, wie da die meisten kennen, die Zuschauer kennen vielleicht den 205 von früher. Da auf diesem Level werden wir uns wieder bewegen. Also bis zu 180 Kilo leichter als das jetzige 207-Modell. Das ist echt ein Wort. Mhm. Ja. Ich würde ganz gerne noch mal auf die elektrobetriebenen Fahrzeuge zurückkommen. Ich glaube, Sie bieten ja Hybriden an.
Genau. Ich würde ganz gern für die Zuschauer, die nicht genau wissen, wie das Hybridsystem funktioniert, vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen. Das sind ja sozusagen zwei Antriebsarten, die sich da abwechseln. Vielleicht genau. Erklären Sie das noch mal genau. Genau, also der klassische Hybrid ist immer ein Verbrennungsmotor, im Normalfall der Benzinmotor. Bei Peugeot ist es ein bisschen anders. Wir sind der erste Hersteller weltweit, der auch einen Diesel als Hybrid rausbringt. Mhm. Jetzt gleich im Januar, gleich als erster Paukenschlag im Jahr 2012. Dazu kommt ein Elektromotor mit einer Batterie, sodass das Fahrzeug immer in zwei verschiedenen Modis fahren kann, also entweder elektrisch oder eben mit einem Verbrennungsmotor oder als dritten Variante noch sogar mit beiden kombiniert. Damit hat der Wagen praktisch zwei Herzen und man addiert praktisch die Leistung dieser beiden Motoren. Trauen die Leute sich mittlerweile schon ran, auch an die Hybriden, an die Elektroautos? Oder müssen sie da noch richtig Aufklärungsarbeit leisten und sagen, komm Leute, es ist Zeit, ihr könnt es tatsächlich mittlerweile kaufen, es ist praktikabel geworden? Also der Hybrid ist kein Thema, das machen viele Kunden, das ist auch sehr interessiert, das Publikum. Und möchte mit so einem Fahrzeug einfach mal fahren, um zu erleben, wie es ist, wenn man plötzlich zwei Herzen hat im Auto oder nur einen Motor hat und es dann hin und her schaltet. Das ist für viele sehr interessant. Das Elektrofahrzeug der Peugeot e-Yon ist sicherlich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Dahingehend, dass viele Kunden einfach Angst davor haben, was aber unbegründet ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der Zukunft, im nächsten Jahr mit den Veröffentlichungen Ihres, oder wie sagt man, Einführung Ihrer neuen Modelle. Ja, danke. Wir blenden jetzt natürlich nochmal die Adresse Ihrer Niederlassung Berlin-Brandenburg ein, damit die Leute zu Peugeot kommen und vielleicht tatsächlich mal ein Elektroauto probieren. Würde mich darüber freuen und vielen Dank, Frau Nachmann. Danke, Herr Seidel. Danke auch.